Von jedem Euro, der pro Tag in Neapel ausgegeben wird, gehen 20 Cent an die Camorra. Besser, man bezahlt diese Sicherheitsabgabe, damit sie deinen Laden nicht niederbrennen oder in die Luft jagen. Die Camorra ist Teil der neapolitanischen DNA. Es gibt Orte, wo es zum Leben eines Händlers dazugehört, Schutzgeld an die Mafia zu bezahlen. Wo man ein Geschäft betritt und alles scheint auf den ersten Blick normal. Doch das ist es nicht. Denn entweder ist man Teil des Spiels oder man riskiert sein Leben. Was bedeutet Pizzo? Der Begriff Pizzo hat seinen Ursprung im sizilianischen Ausdruck Fare bagnare a Pizzu, was so viel heißt wie sich den Schnabel befeuchten. Es bedeutet, sich am Geschäft eines anderen zu bereichern. Pizzo stammt aus dem späten 19. Jahrhundert, als die sizilianische Mafia anfing, Sonderabgaben von Stoffhändlern zu kassieren, die im Hafen von Palermo ankamen. Und so hat sich das ausgebreitet. Du willst dich hier als Händler niederlassen? Schön, dann bekomme ich einen Pizzo, einen Teil deiner Einnahmen. Du möchtest ein Geschäft eröffnen? Okay, aber dann stellst du ein paar meiner Leute ein. Auch das versteht man unter Pizzo. Eine weitere Form von Pizzo ist, dass meine Familie die Waren bereitstellt, die du dann verkaufst. Die Klamotten in deinem Geschäft, das Wasser in deinem Restaurant. Der lange Arm der Camorra reicht von den großen Geschäften wie Bauaufträgen für Straßen oder andere Projekte bis hin zum kleinen Geschäft an der Ecke. Alles läuft nur über Pizzos. Die haben also das Geschäft übernommen. Aber schlussendlich sind es legale Geschäfte, denn sie zahlen Miete, Steuern und produzieren ihre Waren. Das Geld, das die Camorra illegal erwirtschaftet, muss natürlich gewaschen werden. Wie macht sie das? Ganz einfach. Sie kauft Unternehmen und der Staat weiß davon. Pro Jahr werden in Italien durch die Mafia ca. 180 Milliarden Euro umgesetzt. Das sind rund 7% des italienischen Bruttoinlandsprodukts. Schätzungsweise 12 Milliarden Euro davon werden durch den Pizzo eingenommen. Der Schutzgebühr, die die Mafia von Händlern verlangt. Nach dem Prinzip, bezahle mich, um dich vor mir zu schützen. Die Drecksarbeit wird wie fast immer von jungen Leuten im Auftrag der Camorra ausgeführt. Wie läuft das ab, wenn man in einen fremden Laden geht und den Pizzo kassieren soll? Man geht rein, sagt, wer einen schickt und wie viel sie zu zahlen haben. Das geben sie dir dann, weil sie Angst haben. Wie gefährlich kann es sonst werden? Kann sein, dass das Geschäft abgefackelt oder der Inhaber zusammengeschlagen wird. Carlo, kannst du uns sagen, wie viel Prozent vom Umsatz da verlangt wird? 20, 30, manchmal 40%. Kommt drauf an. Aber das treibt die Leute doch in den Ruin. Ja, viele machen dicht, weil sie pleite sind. Oder aus Angst. Trifft man die Menschen, von denen man die Schutzgelder kassiert, manchmal mit ihren Familien auf der Straße? Ja klar, fast täglich.
Aber man tut dann so, als ob man sich nicht kennt. Tun Sie ihm nicht leid? Mein Vater war Mitglied der Camorra und im großen Stile Schutzgelderpresser. Ich wollte das auch ausprobieren und wissen, wie so ein Leben ist. Du hast dich aber gegen die Camorra entschieden. Ja, das ist kein Leben für mich. Ich kenne viele Menschen in Neapel und kann verstehen, warum sie den Pizzo zahlen. Ist es gefährlich, in Neapel ein Geschäft zu führen? Nicht, wenn sie zahlen. Gibt es auch Händler, die sich weigern zu zahlen? Ja, vor ein paar Jahren hat eine Ladenbesitzerin in Acolano sich geweigert zu zahlen. Ein sehr bekannter Fall. Sie ist eine richtige Heldin geworden. Sie hat sich an andere Geschäftsinhaber in ihrer Stadt gewandt und das Ganze öffentlich gemacht. Man sieht an ihren Türen nicht nur die Aufkleber der Kreditkarten, sondern auch ein Schild Pizzo-freies Geschäft. Viele Italiener und Touristen kaufen ganz bewusst in diesen Geschäften, weil sie nichts an die Camorra zahlen wollen. Aber die Inhaber riskieren ihr Leben. Das ist ganz schön mutig. Ja, das Schutzgeld zu bezahlen ist in jedem Fall sicherer. Solange du zahlst, wird niemand deinen Laden abfackeln oder in die Luft sprengen. Also bezahlt man. Gibt es irgendeinen Bereich, der nicht von der Camorra kontrolliert wird? Die Camorra kontrolliert alles und jeden. Wenn wir hier eine Woche sitzen würden, kämen sie zu uns und würden Geld dafür verlangen, dass wir hier sitzen und Kaffee trinken dürfen. Raffaella, Sie sind die Pionierin, die sich geweigert hat, den Pizzo zu zahlen. Ich habe den Pizzo nie gezahlt. Wann hat man Sie zum ersten Mal aufgefordert? 2004. Sie kamen in meinen Laden und fragten, sind Sie die Inhaberin? Es waren einige Kunden im Laden, aber sie traten sehr einschüchternd auf und mir wurde klar, was sie wollten. Ich versuchte, ruhig zu bleiben, aber natürlich hatte ich Angst. Es war wie ein Gift. Ich kann das Gefühl kaum beschreiben. Ich wollte sterben vor Angst. Sie sagten zu mir, Sie wissen, um wie viel es geht. Und ich sagte, nicht nötig, denn ich werde Sie anzeigen. Damit hatten sie nicht gerechnet. Sie waren ziemlich erstaunt. Ich fühlte mich erniedrigt, als Geschäftsfrau, als Mutter, als Großmutter. Es war eine solche Beleidigung. Und dann gingen sie zur Polizei, um eine Anzeige zu machen? Das passierte ja zum ersten Mal. Ja, ich war die Erste, die damit zur Polizei gegangen ist. Ich bin direkt zum Polizeichef gegangen und habe gesagt, es geht um Erpressung. Erpressung. Dreimal habe ich das wiederholt. Er war überrascht und sagte, Kompliment, meine Dame. Aber sind Sie ganz sicher? Und ich sagte, ja, das bin ich. Keine Sorge, ich trage die Verantwortung. Nach ihnen haben auch andere Geschäftsleute aus Herculano Anzeige erstattet. Ja, es schlug ein wie eine Bombe. Nach meiner Anzeige haben viele hier das Gleiche getan, mit dem Ziel unserer Jugend, eine bessere, angstfreie Zukunft zu ermöglichen.
Sie hatten Angst und haben trotzdem gehandelt. Lieber einen Tag ein Löwe sein als 100 Tage ein Schaf. Aber man braucht Mut. Ich selbst bin ein Opfer von Schutzgelderpressern. Ich wurde entführt, gefesselt, in ein verlassenes Haus gebracht und dort gefangen gehalten, mit einer Kapuze über meinem Kopf. Die Entführer verlangten 50.000 Euro. Wir haben uns geeinigt, es nach und nach zu bezahlen. Manchmal zahlten wir 5.000, 4.000 oder 3.000 Euro. Wie viel haben Sie insgesamt an die Camorra gezahlt? Allein im Frühjahr 2008 waren es fast 40.000 Euro. Und wenn man nicht zahlt, muss man dicht machen? Die wissen ganz genau, bei wem was zu holen ist. Sie sind gut informiert. Dann, im August 2008, kam die Polizei auf uns zu. Sie sagten, wir wissen, wie viel und an wen ihr zahlt. Colonel Fabio Cagnazzo von der örtlichen Polizei brachte alle Händler zusammen und wir gründeten eine Anti-Schutzgeld-Vereinigung. Seither lassen die Erpresserbanden uns in Ruhe. Das war ein großer Sieg für uns. 2008, 2009 war es noch undenkbar, eine Vereinigung gegen die Schutzgelderpresser in unserer Region zu gründen. Denn der Casalesi-Clan, der hier das Sagen hat, war und ist einer der mächtigsten. Aber Gott sei Dank ist es uns gelungen. Wenn man das jemandem erzählt, der die Realität hier nicht kennt, hört man oft, wie kann das sein? Das gibt's doch nicht. Leider ist es so. Die haben Menschen getötet, Fabriken niedergebrannt, Menschen systematisch eingeschüchtert und man hat es nicht gewagt, sich ihnen zu widersetzen. Dachten Sie damals, Sie müssten bis an Ihr Lebensende zahlen? Damals fühlte es sich an, als stecke man in einem Tunnel ohne ein Licht am Ende. Ich hatte Depressionen, nahm Medikamente, um damit klarzukommen. Schon Ihr Vater war Opfer von Schutzgelderpressern. Sie sind praktisch damit aufgewachsen. Unser Vater wurde 1980 zum ersten Mal bedroht. Es gab eine Schießerei hier in unserem Geschäft. Wir Kinder gingen unter Polizeischutz zur Schule, weil mein Vater sich weigerte zu zahlen. Das war eine schlimme Zeit, aber wir sind standhaft geblieben. Wenn heute jemand hier reinkäme und Geld verlangen würde, was würden Sie tun? Anzeige erstatten, sofort. Eine Anzeige bei der Polizei bedeutet aber nicht automatisch, dass man Ruhe hat oder keine Vergeltung fürchten muss. Was den Umgang mit der Camorra so schwierig macht, ist, dass es für sie keine Regeln gibt. Es gibt keinen Boss an der Spitze oder eine klare hierarchische Struktur. Jede Familie innerhalb der Camorra handelt nach ihren eigenen Regeln. Sie bekämpfen sich untereinander oder verbünden sich, um einen ganzen Bezirk unter ihre Kontrolle zu bringen. Gibt es hier überhaupt Geschäfte, die keine Schutzgelder zahlen? Ich glaube nicht. Das Verlangen des Pizzos, die Schutzgelderpressungen, ist Ausdruck der Macht, die die Camorra in einer Gegend oder in einem Bezirk hat. Womit müssen Händler rechnen, die sich weigern zu zahlen? Naja, es kann sein, dass in ihrem Geschäft die Fenster zerschossen
oder dass sie misshandelt oder gefoltert werden. Es geht so lange, bis sie bereit sind zu zahlen. Drohungen werden also umgesetzt. Natürlich. Alle Geschäfte hier in dieser Straße müssen Schutzgelder zahlen, um keinen Ärger mit der Camorra zu kriegen. Ich habe das Gefühl, dass Sie mit gedämpfter Stimme sprechen. Wirklich nicht? Ganz sicher nicht. Das ist ja kein Geheimnis. Das heißt, jeder weiß, dass alle hier zahlen? Also ist jedem klar, dass der Nachbar möglicherweise ein Camorra-Mitglied und Schutzgelderpresser ist? Ja, das ist ja normal. Wie kann man damit leben, dass jemand dein hart verdientes Geld einfach so für sich einfordert? Stellen Sie sich vor, jemand sagt Ihnen ganz konkret, du möchtest deine Ruhe haben? Dann musst du dafür bezahlen. Ich kümmere mich darum. Das ist die hiesige Mentalität. Das heißt, dieselbe Person, die Sie bedroht, bietet Ihnen auch Schutz an? Genau so ist es. Was glauben Sie, wie viel Prozent der Einwohner sind Camorristi? Etwa 30%. 30% der Einwohner lebt auf Kosten der anderen. Und offenbar wird das von allen akzeptiert. Niemand beschwert sich. Erpressen sich die Nachbarn hier untereinander? Werden die Geschäftsleute hier von jemandem aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft erpresst? So ist es. Das heißt, sie kassieren Schutzgeld und kaufen hier gleichzeitig ihr Brot? Ja. Es ist undenkbar, dass ein Mitglied einer Mafia-Bande von außerhalb hier tätig werden könnte. Was tun Sie gegen die Schutzgelderpressung? Die Polizei kann nicht viel mehr machen, als Präsenz zu zeigen. Mit den Geschäftsleuten und Ladenbesitzern reden und ihnen zuhören, ihnen helfen, wenn sie Probleme haben. Was erzählen die Geschäftsleute Ihnen? Manche kommen, um eine Anzeige zu machen. Schließlich ist es Unrecht. Es ist nicht normal. Die Menschen werden eingeschüchtert. Dazu hat die Mafia ein probates Mittel. Das ist die Macht der Omerta. Die Menschen sollen durch massives Einschüchtern zum Schweigen gebracht werden. Die Omerta, das Gesetz des Schweigens. Genau. Wie weit reicht dieses Gesetz? Unbegrenzt. Wenn die einen ihrer Angehörigen töten würden, würden Sie die anzeigen? Nein. Nein. Warum nicht? Das ist die Macht der Omerta. Das Gesetz des Schweigens. Manchmal sagen Gesten und Blicke mehr als 1000 Worte. Das Gesetz des Schweigens ist eine der tragenden Säulen der Macht der Mafia und basiert auf Terror und Einschüchterung. Die Camorra ist in über 4000 Morde verstrickt. Viele ihrer Opfer sind völlig unschuldig. In der Nacht vom 5. auf den 6. September 2015 gab es hier um 4 Uhr morgens eine Schießerei. Eine Bande schoss wahllos in eine Gruppe junger Leute. Einer dieser Schüsse traf Gennaro. Musik
Unvorstellbar, dass mein Junge hier auf einem öffentlichen Platz so aus dem Leben gerissen werden konnte. Er geriet hier nachts auf diesem Platz ganz unvermittelt in eine Schießerei? Ja, seit 4 Jahren passiert das immer wieder. Eine Machtdemonstration. Auch nach Gennaros Tod hörte das nicht auf. Danach gab es noch 4 weitere Todesopfer. Wussten Sie, dass es hier in Ihrer Nachbarschaft diese Camorra-Banden gibt? Wir machten den Fehler, nicht der Polizei zu melden, was passiert ist. Denn hier gilt, wenn du redest, bist du einsam. Am Ende tragen aber doch all diejenigen die Verantwortung, die den Mund halten und sich nicht gegen die Mafia-Banden auflehnen. Ja, aber wie können wir Einwohner uns sicher fühlen? Hier herrscht die Angst. Angst und das Gesetz des Schweigens. Das sind 2 verschiedene Dinge. Angst ist das eine, das Gesetz des Schweigens das andere. Die Camorra hat mit ihrer Strategie erreicht, dass viele Menschen hier glauben, Schweigen sei ein Zeichen von Respekt, nicht von Angst. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen Gennaro in Erinnerung behalten. Das bringt ihn mir nicht zurück, aber vielleicht kann sein Mahnmal die Stadt zum Besseren verändern. Warum war sein Tod so ein mediales Ereignis? Weil der Tod eines unschuldigen 17-jährigen Jungen jeden berührt. Das hat zu vielen Reaktionen geführt. Die meisten Neapolitaner trauen sich nicht mehr in diese Gegend. Sie glauben, hier sei es zu gefährlich, aber so ist es gar nicht. Natürlich haben wir Probleme. 70% der Jugendlichen hier sind arbeitslos. Und der Staat weigert sich, Verantwortung zu übernehmen. Viele unserer jungen Leute verlassen die Schule ohne jegliche Zukunftsperspektive und glauben, eine kriminelle Karriere sei der richtige Weg. Deshalb ist die Gegend hier so unsicher. Wie ist das Verhältnis der Kirche zur Camorra? Viele Mafia-Mitglieder sind gläubige Christen. Sie gehen in die Kirche, begehen Verbrechen, bitten um Vergebung und glauben, alles sei im Lot, weil Gott ihnen vergibt. Ja, das ist ein großes Problem, das wir schon immer hatten. Die Kirche, die Camorra, die 'Ndrangheta und die Mafia. Die Mafiosi sind sehr gläubig. Der sizilianische Mafiaboss Salvatore Riina hat regelmäßig die Bibel gelesen. Bevor sie ein Verbrechen begehen, gehen sie in die Kirche und bitten um göttlichen Beistand. Das ist ein verzerrtes Verständnis von Religion. Gibt es auch Priester, die erpressen und den Pizzo verlangen? Ja, es ist sehr wichtig, dass die Kirche sich weigert, Mitgliedern der Camorra die heiligen Sakramente zu erteilen. Zum Beispiel bei Hochzeiten oder bei Taufen. Da ist ein radikaler Schnitt erforderlich. Das würde uns schon sehr helfen. Hier in Campania und in Sizilien wurden Priester von der Mafia ermordet. Sie haben mit ihrem Leben bezahlt. Priester sollten so mutig sein. Wer nicht mutig ist, kann kein Priester sein. Ein
Bekanntes Symbol für das organisierte Verbrechen ist der im Stadtteil Scampia gelegene Wohnkomplex, der Wele, zu Deutsch Segel, genannt wird. Es stehen nur noch 4 der ursprünglich 7 Gebäude. Die Anzahl der Bewohner ist unbekannt, da die meisten nicht gemeldet sind. 3 weitere sollen abgerissen werden. Nur eines will man stehen lassen. Als Mahnmal und Zeichen für das städtebauliche Versagen bei einem Projekt, in das sich die Mafia eingenistet hat. Hier, am Rande der Gesellschaft, bei den Menschen ohne Arbeit und Perspektive, findet die Mafia immer wieder neuen Nachwuchs. Der Drogenhandel war und ist für viele junge Menschen der einzige Weg, um den Wele di Scampia zu entkommen. Enzo steht heute unter Hausarrest, nachdem er wegen Drogenhandels 7 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Wir kennen die Camorristi ja gar nicht, weil sie nie ihr Gesicht zeigen. Man wusste nie, woher die Drogen stammen. Üblicherweise kam morgens ein Kurier mit einem Beutel voller Stoff und dem Auftrag, verkauf das. Wenn der Beutel leer war, bekamst du einen neuen. Wenn du einen Fehler gemacht hast oder Drogen gestohlen hast, wurdest du umgebracht, ohne dass jemand wusste, wer der oder die Täter waren. Ihr kanntet sie nicht, aber sie kannten euch? Dumme Jungs, die Drogen verkaufen und davon leben. Die Camorra funktioniert folgendermaßen. Sie ziehen Grenzen um ein Gebiet und lassen dort junge Leute für sich arbeiten. Das Gebiet einfach wechseln geht nicht. Würdest du also sagen, dass du ein Camorra-Mitglied warst? Ich würde mich nicht so bezeichnen, aber vor dem Gesetz bin ich es wohl. Ich habe für sie gearbeitet und sie haben mich mit Stoff versorgt. Kann man sich Neapel ohne die Camorra vorstellen? Nein. 99% der Bevölkerung von Neapel sind Camorristi. Und der größte von allen ist der Staat. Das sind die wahren Camorristi. Für mich. Wenn 99% der Bevölkerung zur Camorra gehören, dann bist du wohl auch einer. Ich bin ein kleines Licht unter den Camorristi. Ich verkaufe ihr Drogen. Sie verdienen Millionen. Viel Glück, Enzo. Ich hoffe, dass Sie die Wele di Scampia eines Tages verlassen können. Ich hoffe, dass es alle anderen auch schaffen. Vielen Leuten hier geht es schlecht. Das Leben hier ist schrecklich. Die Atmosphäre ist schlimm. Das Verhältnis zwischen Neapolitanern und der Camorra. Roberto Saviano hat mal gesagt, dass die Camorra Teil der neapolitanischen DNA ist. Von jedem Euro, der pro Tag in Neapel ausgegeben wird, gehen geschätzt 20 Cent direkt oder indirekt an die Camorra. Egal, ob es um Medikamente geht oder um neue Fensterscheiben, sie kontrollieren alles. Die Camorra-Clans von Neapel verdienen 25 Milliarden Euro pro Jahr, das ist verrückt. Als die Richter Borsellino und
Falcone ermordet wurden, haben viele Italiener gegen die Mörder der beiden Mafia-Gegner demonstriert. Nicht jedoch in Neapel. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass niemand das Wort Camorra gerne in den Mund nimmt. Die Menschen sprechen nur unwillig und leise über die Camorra und ihre Mitglieder. Das Schweigen ist das wahre Problem, oder? Ja, das Schweigen in der Gesellschaft. Die Mehrheit, die es schweigend hinnimmt. Genau. Daniele, wie gefährlich ist es, einen Laden in Neapel zu haben? Es ist nicht einfach. Es gibt Probleme mit Kunden, Produkten, Steuern. Und dann gibt es die Extraabgabe, die historisch bedingt ist, durch das organisierte Verbrechen. Die Camorra wollte die Kontrolle über dein Geschäft? Ja, sie wollten uns ihr Produkt aufzwängen. Es hieß, du verkaufst hier nur unseren Kaffee. Zuerst habe ich das akzeptiert, aber dann nicht mehr. So machen sie das auch mit Milch, Eiern und Mehl. Sie wollen symbolisch die totale Kontrolle übernehmen. Wer sich weigert, ist nicht mehr sicher. Sie haben symbolisch meine Fensterläden beschossen. Ich war in großer Sorge um mein Geschäft. Aber ihr Produkt war einfach nicht gut genug. Wenn der Kaffee eine gute Qualität gehabt hätte, hätten Sie ihn dann genommen? Ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, das Produkt abzulehnen, wenn es eine bessere Qualität gehabt hätte. Ich hätte mir das wahrscheinlich gut überlegt. Es waren schwierige Zeiten damals, im Sommer 2008. Die Camorra hat damals viele Menschen umgebracht. Der berüchtigte Casalesi-Clan trieb hier sein Unwesen mit äußerster Brutalität. Ja, das war der Sommer, in dem Domenico Noviello ermordet wurde und viele andere nach ihm. Es war normal, Angst zu haben. Dass wir beide hier jetzt so offen miteinander reden, wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Ja, heute ist es normal. Seinerzeit wäre das nicht möglich gewesen. Mimmo Noviello, Symbol für den bürgerlichen Widerstand, der seinen Mut mit seinem Leben bezahlte. Mein Vater wurde hier getötet. Er wurde am 16. Mai 2008 ermordet, weil er es im Jahr 2001 wagte, der Polizei eine Schutzgelderpressung zu melden. Als ich morgens hier ankam, fand ich ihn blutüberströmt. Ihr Vater hatte ein eigenes kleines Geschäft, eine Fahrschule, und weigerte sich, Schutzgeld an die Camorra zu zahlen. Ja, seinerzeit verlangten sie 30 Millionen Lire, umgerechnet 15.000 Euro zu Ostern, weitere 15.000 Euro im August und nochmal 15.000 Euro zu Weihnachten. Ich war damals 20 Jahre alt und fragte meinen Vater, ob es keine andere Option gäbe. Er sagte zu mir, es geht nicht um Geld, es geht um Würde. Und so entschieden wir uns, zur Polizei zu gehen. 7 Jahre nach unserer Anzeige wurde mein Vater brutal ermordet. Das war ihre Strafe. Sie stehen jetzt unter Polizeischutz? Ja. Hat sich ihr Leben seit dem Tod ihres Vaters grundlegend geändert? Heute gibt es keine Morde auf offener Straße mehr. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Banden mehr gibt. Sie müssen ihre Macht heute nicht mehr öffentlich demonstrieren. Ihr Geschäft läuft wie von selbst. Thank you.
Der Hafen von Neapel ist ein Symbol für die Macht der Camorra. Hier findet das Hauptgeschäft statt. Gefälschte Waren, wie zum Beispiel Medikamente aus China, die die Camorra nach Afrika oder Südamerika exportiert. Nach Polizeiangaben sind fast 20% der Arzneimittel, die in Afrika und Südamerika verkauft werden, Fälschungen aus China, die über den Hafen von Neapel eingeschmuggelt werden. Antidepressiva oder Viagra gehören zum Beispiel zu den sehr häufig gefälschten Medikamenten. Sie werden über diesen Hafen vertrieben. Früher wurde hier auch Giftmüll illegal exportiert. Die Regierung sagt, dass das Entsorgen von einer Tonne Giftmüll zwischen 1.500 und 2.000 Euro kostet. Es ist billiger, den Giftmüll in Container zu packen und nach Somalia zu verschiffen, wo es nur 2,50 Dollar pro Tonne kostet. Die Mafia ist in jede Art von illegalem Geschäft verwickelt. Schauen Sie sich die alten Bäume in Neapel an. Sie sehen die grüne Baumkrone und dann die uralte Wurzel. So ist das auch mit der Mafia. Wie wollen Sie einen so uralten Baum mitsamt seiner Wurzel entfernen? Und wir reden hier nicht von einem Baum, sondern von einem ganzen Wald. Aber die Bürger leiden unter der Camorra. Ja, das sehe ich auch so, die normale, hart arbeitende Bevölkerung Neapels. Wie kann man dieses Leid beenden? Vielleicht, indem man das, was der Staat von der Camorra konfisziert, für gemeinnützige Zwecke verwendet. Wir sind hier in Casal di Principe, einem Gebiet, das lange von der Camorra kontrolliert wurde. Ja, viele Jahre lang. Sobald herauskommt, dass jemand zur Camorra gehört, wird sein gesamtes Hab und Gut konfisziert. Und nicht nur sein Hab und Gut, auch das seiner Familie. In diesem Moment tritt dann der Staat auf den Plan. Denn der ganze Reichtum dieser Person geht dann in den Besitz des Staates über. Und der überträgt es dann den Stadtverwaltungen. Unsere Organisation setzt sich dafür ein, dass diese Mittel gemeinnützig verwendet werden. Ist die Idee dahinter, dass es eine gewisse Entschädigung der Allgemeinheit für die von der Camorra verübten Taten gibt? Ja, wer andere ausgenutzt und erpresst hat, wer Verbrechen begangen und sich illegal bereichert hat, dessen Hab und Gut nimmt der Staat an sich und gibt es den Bürgern im Rahmen sozialer Projekte zurück. Warum wurde dieses Haus niedergebrannt? Weil sich das hier lebende ehemalige Camorra-Mitglied entschieden hatte, mit der italienischen Justiz zu kooperieren. Aus Rache wurde sein Haus und alles, was er besaß, niedergebrannt. Warum kooperieren manche Camorristi? Zum Beispiel, um eine mildere Strafe zu erhalten. Sie haben Angst vor dem Knast. Nur wenige sind in der Lage, einen jahrelangen Gefängnisaufenthalt durchzuhalten. Sieht aus, als hätten die Bewohner es eilig gehabt, hier wegzukommen. Ja, wenn sich ein Camorra-Mitglied entscheidet, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, wird seine Familie schnellstmöglich von der Polizei in Sicherheit gebracht, auch mitten in der Nacht. Sie müssen ihre Sachen packen und werden an einen geheimen Ort gebracht. Das heißt, niemand weiß, wo sie sind? Nein. Sie könnten irgendwo auf der Welt sein?
Nein, sie sind in Italien. Sie leben mit einer neuen Identität in Italien und müssen ein ganz neues Leben beginnen. Für die Camorra ist auch das eine Art Triumph. Das ist eine der wichtigsten Liegenschaften der Camorra, die von uns beschlagnahmt wurde. Sie gehörte dem Bruder des Clan-Oberhaupts Francesco Schiavone, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Das Haus sollte wohl genauso aussehen wie das in dem Film Scarface. Ja, der Mafioso hat es danach bauen lassen, als Zeichen der Macht seiner Familie in diesem Bezirk. In diesem Haus wurden auch Szenen des Films Gomorra gedreht. Ja, das Haus wurde weltweit bekannt durch Roberto Savianos berühmtes Buch Gomorra, der es genau beschreibt. Wir möchten zeigen, wie es aussah, als wir es beschlagnahmt haben und was wir daraus gemacht haben. Mithilfe öffentlicher Spenden konnten wir es zu einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung machen. Doch nicht nur Gebäude bekommen eine neue Aufgabe. Auch ehemalige Camorra-Mitglieder sollen rehabilitiert werden. Besonders junge Leute, die noch Zukunftsperspektiven haben. Antonio, warum sind Sie hier in dieser Einrichtung? Ich habe zusammen mit anderen viele Verbrechen begangen. Nach meiner Zeit im Gefängnis wurde ich hierher gebracht. Was für Verbrechen? Schutzgelderpressung, Drogenhandel, Waffenbesitz und Mordversuch. Stammen Sie aus einer Camorra-Familie? Ja. Den Namen werden Sie nicht nennen wollen? Nein. Warum? Um sie zu schützen? Haben Sie Angst? Um sie zu schützen und um mich zu schützen. Wen haben Sie erpresst? Einfache Geschäftsleute, die mit einem kleinen Laden ihren Lebensunterhalt verdienten. Gute Menschen. Heute sagen Sie, es seien gute Menschen? Das dachte ich früher auch, aber es war mir egal. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das nicht nochmal tun. Ich habe guten, aufrechten Menschen viel Leid angetan. Ich kam in ihren Laden und sagte, gib mir dein Geld oder ich schließe deinen Laden. Und dann haben sie es mir gegeben, aus lauter Angst. Was haben sie verlangt? 200, 300 Euro. Wie oft? Jede Woche. So ist das Leben. Was ist das für ein Leben? Ein schlimmes Leben. Heute kassierst du vielleicht 10.000 Euro und morgen bist du tot oder im Knast. Wenn Ihnen heute eines Ihrer Opfer gegenübertreten würde, was würden Sie machen? Ich würde mich entschuldigen. Werden Sie das tun, wenn Sie hier raus sind? Nein, dafür schäme ich mich zu sehr. Ich könnte den Menschen, denen ich so viel Leid zugefügt habe, nicht in die Augen schauen.